Wir kommen nämlich jetzt zum letzten Projekt. Und dieses letzte Projekt, das finde ich umso beeindruckender, als dass ich weiß, dass ein Mitglied dieser Gruppe nicht mal einen eigenen Laptop hat und eigentlich so gar keine Ahnung vorher hatte und hierher gekommen ist und jetzt sagt, ja, ich will auf jeden Fall weitermachen. Weihnachten ist ja auch bald. Vielleicht gibt es ja dann auch bald das nötige Material dazu. Ich glaube, wohlgefühlt haben sich hier auf jeden Fall alle im Laufe dieses Wochenendes. Wir hatten sehr gutes Essen, mal wieder. Also vielen Dank dafür. Wir hatten auch einige Getränke natürlich. Wir hatten Wasser, wir hatten Fruchtsäfte. Wir hatten aber eben auch dieses beliebte Hacker-Getränk Mate, also Koffein, das man auch möglichst lange durchhalten kann. Natürlich streng reguliert mit einzelnen Marken quasi, die man abgeben konnte. Das schmeckt aber auch nicht allen. Ich finde, aus dieser Gruppe habe ich das Schönste dazu gehört. Und zwar, also wenn ich mir vorstelle, wie Birkenstock-Sandalen schmecken, dann ist es Mate. Das heißt, auch hier, die Geschmäcker sind sehr verschieden. Und diese letzte Gruppe für heute, die hat sich mit einem Thema beschäftigt, was gerade gefühlt die ganze Welt umtreibt. Und zwar das ganz große Thema Autos. Es gibt immer wieder Menschen, die sagen, ich brauche aber mein Auto, ich kann nicht darauf verzichten, ÖPNV-Konzepte reichen für mich nicht aus. Dann ist die Frage, was dann? Wie kann man das Problem vielleicht lösen? Und da hat sich die Gruppe was ziemlich Cleveres ausgedacht. Es ist eine total diverse Gruppe. Wir haben hier Neueinsteigerinnen dabei, wir haben ein Jugendhakt-Urgestein eigentlich schon dabei, weil wie gesagt, es gibt viele Jugendliche, die sind immer wieder unterwegs auf verschiedenen Veranstaltungen und teilweise machen die das auch schon seit Jahren. Das merkt man dann ganz besonders. Wir haben gestern Abend ein Präsentationstraining gehabt, wo ich nichts mehr sagen musste, weil ich einfach dachte, ja, gut, ich merke, das Konzept ist irgendwie klar, ihr wisst ganz genau, was ihr tun sollt. Und deswegen bin ich jetzt ganz besonders gespannt auf diese letzte Präsentation. Und würde hiermit schon mal die Gruppe ankündigen, das sind nämlich Leo, Lara, Nick und Anna. Ein großer Applaus für diese Gruppe bitte. Hallo und willkommen zu unserem Projekt Caring. Wir haben uns überlegt, eine Website, also eine Web-App zu programmieren, die das Carsharing vereinfachen soll. Denn das allgemeine Problem ist ja, dass es einfach zu viele Autos gibt und die dann zu viel CO2 produzieren. Also als Lösung dafür haben wir uns eben, wie gesagt, diese Web-App überlegt. Die soll Personen, die ihr Auto zur Verfügung stellen, eben mit Personen matchen, die eben das Auto dann teilen würden. Momentan matchen wir das noch nach Wohnort, aber wir planen im Weiteren dann auch noch andere Faktoren hinzuzufügen, wie zum Beispiel das Alter oder Interessen, also was genau man dann mit dem Auto vielleicht machen würde. So, was wir uns davon erhoffen, ist, dass unsere Web-App eben CO2 reduziert. Das ist insgesamt dann, dass man weniger Autos benötigt. Und es würde auch Lärm reduzieren und es gäbe mehr freie Parkplätze. Außerdem würde es die Kosten für das Individuum verkleinern. Also beim Backend, das haben wir mit Python geschrieben und mit Django. Dort geschieht eben unser Matching und die Datenspeicherung. Außerdem liefert es dann die benötigten Daten an unser Frontend. Also ja, im Frontend haben wir mit Angular geschrieben. Und ja, wir haben Bootstrap benutzt. Und die Webseite ist auf HTML aufgebaut. Und als mehrere Dateien mit auch die Database auf CSS und JavaScript geschrieben. Ja, genau. Als nächstes machen wir eine Live-Demo, wenn sie denn funktioniert, das werden wir jetzt sehen. Genau, also wir haben so eine kleine Startseite, wo wir noch einen kleinen Einführungstext geben, was Caring ist, mit noch kleinen Bildern, was es erreichen soll, so Vorteile. Aber darum geht es uns erstmal gar nicht so wichtig. Wir müssen uns als erstes ein Profil erstellen, dass wir überhaupt wollen, dass wir jetzt ein Auto suchen.
Es gibt jetzt gerade schon zwei Profile in der Datenbank, die jeweils, also das eine hat zwei Autos, das andere hat ein Auto und gerade sind alle drei Autos verfügbar zum Teilen. Wir legen uns mal eine neue Person an. Ich habe keine besondere Kreativität, deswegen nennen wir sie Person 3. Die hat irgendeine E-Mail-Adresse, ist jetzt sagen wir mal 24, wohnt in Heidelberg, weil wir gerade nach Wohnort oder nach der Stadt matchen, wo die Person wohnt und bis unsere zwei anderen Personen wohnen gerade in Heidelberg. Deswegen ist es wichtig, dass unsere Person auch in Heidelberg wohnt, sonst kriegen wir das nicht hin. Unsere Interessen sind Alpakas. Ja. Genau. Wir haben uns registriert. Gerade gibt es noch keine besondere schöne Meldung, dass wir es geschafft haben. Aber wir haben uns registriert und jetzt können wir uns die Matches angucken. Genau. Wir haben gerade zwei Personen. Es wird noch hinzugefügt, dass die einzelnen Personen Bilder haben, damit diese Unbekanntheit zwischen den einzelnen Personen, die sich ein Auto teilen wollen, nicht so mehr existiert. Und deswegen haben wir Platzhalterbilder eingefügt, wo dann später noch die Bilder der Personen hochgeladen werden können. Jeweils haben wir eine Person. Links haben wir eine Person, die ist 21, steht die E-Mail-Adresse da und also statt der E-Mail-Adresse ist noch gedacht, dass man später einen Chat einbaut, aber den haben wir noch nicht, deswegen zeigen wir bisher die E-Mail-Adresse an. Der Wohnort ist Heidelberg bei beiden Personen. Die eine interessiert sich halt für Jugendhakt, die andere hat auch Interessen, möchte sie vielleicht nur nicht gerade mitteilen. Es gibt die Person 1 hat zwei Autos, eine mit 4, eine mit 3 Sitzen. In dem einen dürfen Tiere rein, in dem anderen nicht. Und bei der Person 2, die ist 25, und hat ein Auto mit 4 Sitzen. Und dann haben wir hier oben Filter eingebaut. Also wir können sagen, die Person soll mindestens 22 Jahre alt sein. Können wir aktualisieren und dann fällt Person 1 raus, weil sie ja 21 ist. Das machen wir wieder rückgängig, damit wir auch beide Personen sehen. Das gleiche können wir natürlich machen mit dem Maximalalter. Also wir wollen maximal 24 und dann fällt auch die Person 2 raus. Und jetzt können wir auch noch sagen, dass Tiere erlaubt sein müssen. Also wenn ich ein Tier mit meinem Auto mitbringen möchte, allerdings der Besitzer es vielleicht nicht will. Und dann können wir sagen, die Tiere müssen erlaubt sein. Und dann fällt das eine Auto hier unten raus, wo Tiere mitnehmen nicht erlaubt ist. Zukünftig ist auch noch geplant, dass wir filtern können nach, wie viele Sitze werden benötigt. Und dass wir auch die Einstellung der Matchings im Profil speichern können und dann auch sagen, und dass auch gesagt werden kann, ich brauche vom 27.09.2020, bisschen weit in der Zukunft, und bis zum 29.09.2020 ein Auto mit 3 Sitzen und dann können wir automatisch eine Mail schicken, wenn ein Auto frei ist, das dazu passt und dann können die Personen da untereinander sich halt chatten und das Auto und dies verabreden, dass sie ihr Auto teilen wollen. Und wir wollen uns noch bei unseren Mentoren Annie und Jonas bedanken für ihre tolle Hilfe bei HTML und also bei den Webseiten und aber auch gleichzeitig für die Python-Hilfe, für unser Backend und das noch unser Link zu unserem GitHub, falls sich das jemand anschauen will.